Hallo Leute, hier wieder die Levelights TV Tipps und Tricks und Erfahrungen. Und was ist los heute? Ja, ich habe vorhin schon erzählt von meinen Pflanzen. Dann hatte ich ja auch, oh mein Gott, ich habe ja auch noch was mit meinem Tier angefangen. Ich habe eine Katze. Und meine Katze ist, wie soll ich sagen? Ja, Katzen sind ja generell speziell, ne? Eine darfst du anfassen, die andere nicht. Dann wieder fauchen sie, wieder Blitz und so weiter und so fort. Und ich habe eine auch sehr sensible Katze, um es mal ganz sanft auszudrücken. Und also manchmal denke ich mir, boah, also die brauchst du nur schief angucken und dann blökt sie schon, ja. So. Und ja, manchmal dreht sie auch völlig am Rad und sehr sensibel. Heißt es nicht, dass die Tiere auch immer was mit den Besitzern zu tun haben? Okay, du weißt schon auch, was ich vielleicht raus will. Gut, ich habe in einem unbeobachteten Moment, hatte ich die Eingebung, ich habe meine Sachen da stehen gehabt neben mir und ich lag auf der Couch und sie lag natürlich ausgebreitet, wieder so auf meinen Füßen, so ganz ausgebreitet, ne, so in der Ritze von der Decke. Und weh, ich bewege mich, dann heißt es schon, Und dann dachte ich, okay, schläft, ich habe das Spray greifbar in meiner Reichweite und habe dann natürlich ganz ohne hinzuschauen einfach nur Auricum gesprüht. Und das habe ich dann gesehen, da hat ja ein bisschen gedauert, bis es sich auf sich, und als es dann auf sie kam, so, hat sie sofort, ich, und ist weg. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das verhält. Ich werde das in einer dunklen Stunde, wenn ich sie nochmal kriege, nochmal tun. Also, die sind ja dann schon so mit den spitzen Ohren und so, ne, die merken dann auch alles so, so schnell. Du musst dir also was einfallen lassen und ja, ich habe es mal gemacht und werde das jetzt auch täglich machen und gucken, was mit ihr passiert. Prima. Alles Liebe. Erzähl doch von deinen Tiergeschichten. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.